Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden der Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur halb gefüllt. 2 Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur eine und eine halbe Schüssel Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt. Dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach 2 Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg bis zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte und sprach: Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. 2 Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren in unserem behüteten Haus. Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Quadrilog. Mit Katharine, mit Thorsten und mit Monika. Hallo, ich grüße euch. Grüß dich, Peter. Schaltest du wieder auf Gruppenbild? Ist schon. Ah, ich kann sagen Gruppenbild mit Dame, aber das wäre dann Gruppenbild mit Herrn. Grüß euch. Die Damen. Ja, hallo. Unser Thema heute, ein Vorschlag von Katharina, Sprung in der Schüssel. Katharina, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, also ich habe empfunden, dass das gut geklappt hat mit unserem Flaschenhals. Einfach so und Bild. Also dieses einfach nur, also ich mache, wollte ja keine Geopolitik mehr machen und über irgendwie einfach nur so dahin schwadronieren, finde ich schöner, wenn man ein Bild hat. Das hat, finde ich, sehr gut geklappt mit unserem Flaschenhals. Das hat mir sehr gut gefallen, die Sendung. Und dann dachte ich, ja, ich habe doch diese Sendung gemacht mit der Erdverkrustung, mit der, dass die Saturnine Erdverkrustung und habe die Erde gleichgesetzt mit unserer Schüssel hier oben. Und da habe ich gedacht, ja, der Sprung in der Schüssel, das wäre es doch. Da kann jeder was dazu beitragen, da können wir uns überall hinbewegen. Du, Peter, darf ich, bevor wir uns in den Sprung hineinbegeben, das ist übrigens eine wunderbare Geschichte, darf ich ganz kurz über einen anderen Sprung oder einen Sprung machen nach Paraguay hinüber? Ich Und bitte darum. genau, du hast eine Sendung gemacht über Klaus Klatzel, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und genau, der Klaus Klatzel, der von Okitok, hatte in Paraguay, wo er ja lebt, einen schweren Motorradunfall. Und ich möchte hier nur sagen, als wir unsere Okitok-Sendung gemacht haben, war uns das nicht bewusst. Es hieß, der Klaus hat irgendwas an der, am Schulter, Schlüsselbein, aber ist wieder okay. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre eine kleinere Geschichte. Ich habe das Ausmaß nicht verstanden. Nur falls sich welche gewundert haben, dass wir da so irgendwie locker flocker irgendwie die Sendung gemacht haben. Ich gebe einen Link drunter. Ich habe es auch bei mir geteilt, wo man ihn im Video sieht. Er ist wirklich, er wäre knapp hier wirklich, er ist knapp dem Tod entronnen, brauchte Organoperationen und so weiter. Und in Paraguay ist es so, die legen da nur Hand an, wenn man vorher zahlt. Und er hat natürlich dort keine Versicherung. Er ist angewiesen auf Spenden. Dementsprechend würde ich euch bitten, dass wir das dann einfach teilen oder ich gebe es hier drunter. Das wollte ich einfach jetzt mal vorab, bevor wir uns jetzt wieder in einen anderen Sprung zurückbeamen hier zu uns. Okay, ich gebe an euch weiter. Schön hier zu sein. Ja, kann ich nur unterstützen. Wenn ihr OrchiTalk unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, ich werde den Link unter dieses Video setzen und bitte euch innigst, da vielleicht muss nicht viel sein, auch wenig hilft viel. Danke.
Ja, den schließe ich mich natürlich an. Also das werde ich selbstverständlich auch so weiterleiten. Ich werde das auch in der Telegram-Gruppe einfach mal reinstellen und ich werde auch selbst einen kleinen Teil beitragen. Ich denke, alle zusammen einen kleinen Teil, das ist schon ja, ein großes Ganzes. Also da kommt sicherlich dann schon etwas zusammen, womit man dann im Paraguay, so heißt das, glaube ich, genau, was machen kann. Und ja, leider passieren ja solche Unfälle zwischendurch mal ja, unangekündigt, plötzlich. Und das ist nun mal so. Und wenn sowas ist, sollten wir einstehen. Vielleicht ist dieser Unfall sogar ein willkommener Anlass, dass sich die Führung, die sogenannte Führung bei OkiTalk endlich mal einig wird, wie man wieder an einem Strang ziehen könnte. Denn da gab es ja herbe Streitereien zwischen Oliver Glatzl und dem Franz Suppans, der eigentlich seine rechte Hand war, der in Nepal irgendwo gerade sitzt, aber auch ein Österreicher ist. Also vielleicht stecken die mal die Köpfe zusammen und kommen drauf, dass das Leben ein bisschen wichtiger ist als Befindlichkeiten und Streitereien. Wäre schön, weil dann geht auch beim Sender wieder mehr weiter. Das hat der Klaus in der Videobotschaft übrigens, Monika, hat er das mehrmals gesagt, Okay. dass es um, also jetzt nicht in Bezug auf die anderen Mitstreiter, davon weiß ich nichts, aber er hat mehrmals gesagt, dass er da wieder ganz nah dran kommt an das, was wirklich wichtig ist und wo er zum Publikum auch immer wieder sagt, Leute, besinnt euch auf das, was wirklich wichtig ist. Das hat er mehrmals gesagt, also auch wenn er kaum reden konnte. Also das ist ja im Wird Grunde. gut sein, wenn er selber wieder draufkommt. So, mehr sage ich nicht. Okay, im Moment denke ich Ja. jetzt nur darum, dass er überhaupt gesund wird, weil das ist ja. Ja, eben. Darum sage ich ja, das ist ja ein Prozess auch bei ihm. Ich freue mich für ihn, wenn er sich dann wieder auf das besinnt, um was es eigentlich geht. Das ist gut so. Aber vielleicht ist ja das eh, Monika, ein guter Einstieg. Also jetzt neben Ja. deiner Geschichte, die wunderschön ist, Peter. Aber vielleicht ist das ja der richtige Einstieg, weil wir erleben ja oft eine Öffnung über einen Sprung, dass etwas kaputt geht oder etwas eben einen Sprung bekommt oder einen Spalt oder wir fallen durch einen Spalt. Ich denke mal, so ähnlich wird er das wahrscheinlich jetzt auch empfinden, ne? Ohne dass ich jetzt über ihn spekulieren will, sondern einfach nur dieses, wenn etwas so Existenzielles passiert im Leben und ich meine, ob das jetzt wie bei dir, Monika, eine Nahtoderfahrung ist oder ein Unfall, es gibt viele Möglichkeiten, Ja. wie wir Wumms und wir sind genau drinnen im Kern, weil durch den Sprung kommen wir ja in den Kern hinein. Ne? Genau, und im Idealfall wird der ursprüngliche Sprung in der Schüssel, den wir ja anerzogen bekommen oder den wir uns mühselig aneignen ab Beginn der Schulzeit, wird ja auch wieder gekittet, dieser Sprung in der Schüssel, durch einen weiteren Sprung. Es heißt ja oft so schön, dass ein großer Schmerz den kleinen heilen kann. Ne? Ja, manchmal hilft ja, ja so ein Ereignis, um dann die Dinge nochmal neu zu sortieren, um dann vielleicht zu schauen, was ist kittbar, was nicht und wie geht es dann weiter, ne? Also übrigens auch von mir schönen Dank für die kurze Vorgeschichte, vorhin mit dem Sprung in der Schüssel fand ich sehr schön und ich finde den Titel auch sehr gut gewählt, muss ich sagen, weil passt einfach. Sprung in der Schüssel haben. Ja, haben wir alle irgendwie, glaube ich, schon mal gehabt, einen Sprung in der Schüssel, oder? Ich glaube, der ganze Planet hat so einen Sprung in der Schüssel. Also die Schüssel hat die große Planetenschüssel, die Kugel, ja, hat ja schon etliche Sprünge. Und ich glaube auch, dass etliche Bewohner einen Sprung in der Schüssel haben. Aber das ist ja auch ein Indiz, dass es nach Heilung ruft. Weil wir sind inzwischen in einer offenen Psychiatrieanstalt, nur dass die Wärter eigentlich die Insassen sind. Das ist das Problem, ja. Und wir dürfen es wieder von der heiteren Seite sehen, weil man merkt ja, wie viele Leute sich jetzt verkrampfen. Der Peter und ich, wir haben ja, was gestern, oder wann haben wir das Video gemacht über Clemens Awey? Vorgestern. Vorgestern haben wir ein Video gemacht über den Freitod mit Fremdverschulden. Haben wir bewusst so benannt, weil genau so ist es beim Clemens Awey. Ist durch die Decke gegangen auf unseren beiden Kanälen, für unsere Maßstäbe sehr viel. Also sind miteinander haben wir über 40.000 Zugriffe innerhalb von einem Tag und hunderte tolle Kommentare, aber auch vereinzelte, wo ich mich dann gefragt habe, haben die einen Sprung in der Schüssel? So
völlig faktenresistent irgendwas anderes glauben wollend, ja, okay, nicht aufregen lassen. Das heißt, es braucht oft einen Holperer, es braucht oft einen Holperer, dass man vielleicht mit dieser Nadel auf der Schallplatte rauskommt und dass die Nadel in eine andere Rille springt. Das ist der nächste Sprung im Sinne von der Katharina, ihrem Sendungstitel, den ja sie uns da Gott sei Dank mitgegeben hat und der Peter so schön vorgelesen hat zuerst. Also es braucht oft einen Ruck für einen Sprung in die andere Rille, damit die Platte weiterlaufen kann. Und für viele war der Tod von Clemens Awey natürlich ganz, ganz entsetzlich. Ja, das auch für mich. Wobei ich jetzt nicht traurig um ihn bin, weil ich eh weiß, dass es ihm ziemlich sicher sehr gut geht, wo er jetzt ist. Ja. Aber weil es auch zeigt, den Umgang der Gesellschaft mit Menschen, die aufrecht stehen und vorweggehen und voranschreiten, richtige Analysen veröffentlichen und dann medial und politisch, ich spreche aus Erfahrung, denunziert werden, diffamiert werden. Und das kann bei Einzelnen natürlich zu so schweren Depressionen und psychischen Knacks spüren, dass der Sprung so tief ist, dass man den Sprung in den Freitod wählt. Das muss uns klar sein. Und ich glaube, ja, wir alle vier hier sind ja öffentliche Personen. Und ich hoffe, ihr stimmt es mir zu. Wir sind auch nur Menschen und machen auch Fehler. Wir lernen aus Fehlern, aber wir sind Menschen und keine Vorbilder. Ich verstehe mich zumindest nicht so. Ich möchte da nicht nachgeahmt werden. Ich möchte da nicht vergöttert und verdammt und verteufelt werden, sondern einfach nur als Mensch gesehen werden, der ich bin. Und man hat beim Clemens ganz deutlich auch jetzt in den Nachrufen gesehen von gewissen Leuten, dass sie ihn idealisiert oder verteufelt haben. Aber das hat nichts, gar nichts mit dem Menschen Clemens Awey zu tun. Das heißt, kaum ist jemand in der Öffentlichkeit, kommt ein Sprung in der Schüssel, in der Wahrnehmungsschüssel, am Bildschirm, der auch eine Schüssel ist, aha, eine Gottheit so quasi. Na, überhaupt nicht. Also wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wir sind berührbar. Ich auch oft ängstlich oder nicht urängstlich, aber doch auch mit negativen Emotionen und bin deswegen, ich schwebe auf keiner Wolke, nur weil ich ein Nahtoderlebnis gehabt habe. Also das möchte ich mal verdeutlichen und ich danke dir nochmal, Peter, für die Sendung, die wir vorgestern gemacht haben, weil es dein umsichtiger Fragestil, dein umsichtiges Zuhören und Dabeisein und wie du es eingeleitet hast, das Ganze, mir die Möglichkeit geboten hat, die Schere zu schaffen zwischen Analyse und Betroffenheit, dass wir das in Balance kriegen. Danke nochmal, Peter. Gerne. Ich würde da gern nur so viel anschließen, Monika, weil ich kannte jetzt den Clemens Awey nicht, muss ich dazu sagen. Und mich hat das auch irgendwie, wie soll ich sagen, der wird jetzt auch viel benutzt. Der wird auch instrumentalisiert. Und ein Sprung in der Schüssel ist ja beides, ist auch etwas, was so perfekt ist oder scheinbar perfekt. Da kommen wir sicher später noch drauf, weil das kann ja auch was von KI haben, wie du gesagt hast, eine Bildschirmfläche oder so etwas wie sagt man da, wenn was so komplett abgeschlossen ist, ohne eine Pore, ne? Ohne eine offene Pore. Und jetzt zu sagen, dass er rein hermetisch abgedichtet. Und jetzt zu sagen, dass er rein ein Opfer des Mainstreams ist, ist meiner Meinung nach ziemlich verlogen, weil wir hatten in unserer Sendung damals zum Beispiel den Michael Vogt benannt, ne, der eindeutig ein Opfer der Wahrheitsfindungsbewegung ist. Und ich denke, die meisten, also ich zumindest und andere auch, erleben das von zwei Seiten, nämlich vom Mainstream und von den Institutionen und von der Wahrheitsbewegung. Und dann bist du quasi in der Mangel. Ich weiß nicht, ob das bei ihm der Fall war, ob er in den alternativen Medien nur wohlgelitten war oder ob er auch da, ich weiß ja nicht, wir wissen nicht, was jemand, ich denke, das kennt ihr alle wahrscheinlich, also ich bekomme des Nachts E-Mails oder den ganzen Tag E-Mail, da früher war das noch schlimmer, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Kinder wohnen, ich habe dich am Schirm und so weiter. Also Hassding und was weiß ich. Das heißt, das ist auch nicht auszuschließen, dass das von zwei Seiten kommt und ich finde das
ziemlich verlogen jetzt von dieser alternativen Bewegung, so nach dem Motto, oh ja, die bösen Mainstream, aber wir haben ihn ja vergöttert. Sondern da wäre ganz gut, mal ein bisschen, auch ein bisschen zu schauen, wie gehen die hier, die andere, also das sind nicht zwei Teile. Im Gegenteil, die Mainstream haben ja auch ihre, oder die Institutionen haben ihre Agenten und ihre Finger dort drinnen. Und von dort agieren sie heraus. Das ist, denke ich, aber das wäre eine andere Sendung. Aber es passt auch, denn wie du sagst, Monika, der Sprung in der Schüssel kann auch was Heilsames haben, weil dann, wenn es offen ist, kannst du nämlich hineinschauen und dann kommst du hinunter in den Kern. Genau. Und bevor ich will jetzt nicht dem Thorsten und dem Peter zu viel davor reden, aber eins noch zu dem, was du gesagt hast, Katharina. Ja, es gibt auch Alternativmedien, die ihn geschmäht haben. So wie bei mir seit 2015 hat es zwei Seiten gegeben. Und richtig betrachtet sind ja viele Alternativmedien nichts anderes als die Spiegelseite der Mainstream-Medien. Die sagen den Blödsinn und die sagen das Konträre. Keiner von beiden, also in vielen, es gibt Ausnahmen, aber keiner von beiden bringt die ganze Wahrheit, obwohl viele es wissen. Weil du ja mit vielen Halb- und Unwahrheiten viele, viele Sendungen und Berichte machen kannst. Wenn du das einmal richtig darstellst, machst maximal 3-4 Sendungen über ein Thema und dann ist Schluss. Ja? Also schon allein aus dem Grund haben viele Medien nicht das Interesse, Dinge richtig aufzurollen. Aber beim Clemens ist nur wichtig zu wissen, und dann bin ich wirklich fertig, aber ab 2015 hat er mir schon gesagt, dass er depressiv ist. Ja, und ich habe jetzt von einigen Kommentaren herausgelesen, ich habe sie nicht gelöscht, die stehen auch drauf auf dem Kanal Monika Donner und ich glaube, beim Peter habe ich auch sowas gelesen, der kann nicht depressiv gewesen sein, er hat ja Bücher geschrieben. Ich meine, wie idiotisch ist denn das? Das heißt, depressive Menschen können nichts leisten, oder wie? Natürlich hat er Depressionen gehabt, der hat es uns ja gesagt, der Jasmin, also meiner Frau und mir. Und gerade die Depression kann oft auch der Anschub sein, in ein Aggredere, in eine Aggression hineingehen, um den Sprung zu machen, nämlich von der Seite der Depression des Hinuntergedrückten den Schritt nach außen wagen. Also man macht einen Sprung, einen Schritt über den Spalt hinweg, der in der Schüssel ist. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass man auch über den Tellerrand, über den Schüsselrand hinausblickt. Also gerade depressive Menschen suchen oft das Medium Buch und Videos, um aus sich herauszutreten. Nur so weit zum Thema Depression. Ja, da kann ich mich anschließen, denn so habe ich auch meinen Anfang erlebt, weil du bist dann irgendwo in ein tiefes Loch gefallen und hast erstmal nicht gewusst, wie es weitergeht. Und das heißt also, du hast da erstmal den Sprung gehabt in deiner eigenen Schüssel oder in deiner eigenen Welt. Ja, und plötzlich bist dann überlegen, wie soll es jetzt weitergehen? Und für mich war ein Ventil. Ich habe angefangen, erstmal PowerPoint-Präsentationen zu machen und habe mir Dinge von der Seele geschrieben. Irgendwann kam es durch einen Zufall mal, dass ich irgendwo auf dem Vortrag war und dann wurde ich gefragt, ob ich da mal was machen könnte. Und dann habe ich gemacht. Und das war für mich am Anfang ein Ventil. Und heute ist es so, dass ich sag mal, wenn man von alternativen Medien redet und von Mainstream, ist es nicht unbedingt der Mainstream, der einen kaputt macht, noch nicht mal die Alternativmedien, sondern bei beiden ist es ja so, die haben ja Druck untereinander. Die einen müssen machen, was sie vorgelegt bekommen und die anderen sehen andere wiederum als Konkurrenten. Ja, und ich sehe mich für mich selber. Ich habe diesen Konkurrentengedanken gar nicht. Für mich ist eher Qualität das, was mich voranbringt. Das ist mein Bestreben, auch wenn ich manchmal schlampig in Schneidsachen bin bei Videos. aber ich gelobe hiermit Besserung. Da lacht er. Ich hätte es gern gesehen, das Umgeschnittene. Schade. War nicht schnell genug. Warst nicht schnell genug, genau. Aber die Erklärung, Katharina, sie hat da ein Video hochgeladen bei YouTube, und zwar das, was eigentlich hätte geschnitten werden sollen. Ja, also sie hat das Rohmaterial hochgestellt. Das hab nicht ich hochgeladen, sondern der Thorsten. Der Thorsten, ja, genau. Der Thorsten hat es hochgeladen. Ja, aber dank der aufmerksamen Zuseher da draußen
Ja, habe ich dann, nachdem ich also auch von der Regie ordentlich einen auf den Deckel gekriegt habe, Wie heißt das? das warst du, hast mir dann die Info gegeben und so, und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann muss ich das nochmal neu machen. Ich habe es dann auch nicht gespeichert, so. Also musste ich alles nochmal neu machen und beschriften und so, ihr kennt das ja. So lernt man's. Genau, aber mittlerweile habe ich Funktionen entdeckt bei Camtasia, die ich vorher nie gefunden hatte, so wie Zeitlupe, Stimmen verstellen und so. Hat Spaß gemacht, hat auch was. Inas, lasst uns mal aufs Thema zurückkommen. Ja, da waren wir doch War gerade mittendrin. jetzt ein netter Ausflug, Waren wir ja. doch gerade mittendrin und hat mehrere Sprünge in der Schüssel gehabt, nämlich mehrere Sprünge in seiner Videoschüssel, wo er eigentlich etwas einsetzen hätte sollen, hat es Ja. vergessen, hat es falsch hochgeladen, runtergenommen, neu hochgeladen, sitzt jetzt hier, zeigt uns, dass er einen liebevollen Sprung in der Schüssel hat, der Thorsten, aber auch lustig damit umgeht. Das ist auch der optimale Umgang mit dem eigenen Sprung in der Schüssel, oder? Aber was wolltest du denn sagen, Peter? Entschuldigung. Folgendes. Ein kleines Dorf. Ich spiele mit meinen Spielkameraden. Ich war 3, 4 Jahre alt. Und wir sind ein bisschen runter die Straße. Da steht ein altes Fachwerkhaus. Und da war wohl mal irgendwie ein Bäcker drin oder sowas. Auf jeden Fall hatten die noch so einen Zugkran oben im Giebel. Kennt ihr das? Wenn man oben im Ja, Giebel gibt's in Hamburg auch. den Sack Mehl hochzieht oder so. So, und der war festgemacht an der Wand, einfach so mit einer Kette so angeschnirselt. Und ein Kind fing an, damit rumzufuchteln. Und auf einmal schießt dieser Eisenhaken runter und trifft mich am Kopf. Ich bin dann umgefallen, aber auch sehr schnell wieder aufgewacht und habe gedacht, oh, und ich kann mich daran erinnern, als wenn es gestern war. Oh, jetzt ist mein Leben anders. Ich glaube, ab dem Tag hatte ich einen Sprung in der Schüssel. Das ist lustig, Peter, weil ich habe auch in einem Blick erzählt, dass mir tatsächlich, habe ich, glaube ich, dir, Monika, da warst du, glaube ich, bei mir, wo ich das erzählt habe, von oben ist mir ein Gefäß mitten hier auf die Fontanelle. Ich meine, wir haben keine Fontanelle mehr, aber hier drauf. Und ich hatte das Gefühl, ein Sprung in der Schüssel. Es war genauso. Also ja, die Frage ist ja auch, ist der Sprung in der Schüssel etwas, was wir vielleicht brauchen, um wieder in das menschliche Dasein zu kommen? Denn wenn ich vorhin von dieser perfekten Oberfläche gesprochen habe, und ich meine, Thorsten, das war ja jetzt auch kurz das Thema, von wegen der Zwang auch zur Perfektion, ne? Dass wir diese perfekte Oberfläche permanent polieren oder reparieren auch oder kitten oder was auch immer, aber schauen, und das mit dem Hermetisch, was ich da vorher gemeint habe, wenn die so perfekt ist, ne, dann spiegelt die ja. Und das ist das, wo die Giuliana Conforto ins Spiel kommt, weil das fand ich sehr spannend, dass ich mich damit jetzt mal beschäftigt habe, wo die ja Wer davon ist das? ausgehen. Wer ist das? Das ist die, die mit Dieter Bröers auch oft macht, Ah, was schon, ja. die gehen davon aus, dass quasi die Erdoberfläche, wie so eine, also der Mond auch, also das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, aber dass wir es mit einer Projektion, also wenn das alles so ganz glatt ist, haben wir es mit einer Projektionsfläche zu tun. Und dass jetzt durch dieses elektromagnetische Feld, was ja schwächer wird, dass wir dadurch quasi, dass das erst ermöglicht, dass wir in unseren Erdkern hinunter, da wieder eine Verbindung aufnehmen. Also sprich, dass dieser Sprung tatsächlich notwendig ist, sowohl jetzt was die Erdoberfläche und die Projektionsfläche betrifft, aber hier kommt halt dieses wie innen so außen ins Spiel, weil das So. quasi dem entspricht, was wir hier mit unserem Gehirn, ne? Weil einerseits ist das ja ein Sprung in der Schüssel, weil wir haben ja eine Teilung hier. Das ist ja, und wie du gerade vorher gesagt hast, Monika, da brauchen wir wahrscheinlich einen zweiten Sprung um den einen, weil wie du ganz richtig sagst, das ist wie beim Schnaps, gell? Das Höhere sticht das Niedere. Also wenn du indem wir dann wirklich da hinunterkommen. Und du hast vorhin, Thorsten, von Sortieren gemeint. Und ich bin ja, ich gebe es zu, da bin ich akribisch, was die Wortwahl betrifft. Das ist mit meinen Blicken, weißt du, habe ich mir das angewöhnt. Weil ich würde sagen, wenn du einen Sprung in der Schüssel hast und du fällst wirklich hinunter, dann ist das Sortieren am Ende, aber nicht am Anfang. Weil erst einmal ist das überhaupt einmal der Überlebensmodus, ne? Du fällst hinunter und überhaupt mal dich dem hingeben, was da passiert nämlich mit dir was, nicht du lenkst und kontrollierst, sondern mit dir passiert was.
Du übergibst dich einer größeren Macht, du gibst dich dahin, du stirbst, auf welche Art auch immer, emotional, mental oder physisch oder wie auch immer, du stirbst und erstmal ist alles in Scherben. Wirklich in Scherben. Also bei mir war das Bild von der Knochenfrau, das ist bei der Wolfsfrau das Bild von der Knochenfrau. Ich habe geträumt von einem Skelett, das am Meeresboden ist, aber das passt ja auch zu den Scherben. Ne? Also alles ist ein Scherbenhaufen. Und das Sortieren und wieder zusammenfügen, Thorsten, sehe ich erst in der zweiten Hälfte, wenn du am Bottom, also am Grund schon angelangt bist. Also das einfach nur so aus meiner Erfahrung von der vom Ab, Abwicklung, von der, vom Ablauf. Das stimmt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich wollte das nur abkürzen. Natürlich ist es so, dass du erstmal, wie gesagt, am Boden anlandest. Du stirbst verschiedene emotionale Tode, sage ich mal, weil du bist in dem Moment natürlich erstmal betrübt, kannst vieles nicht nachvollziehen und musst erstmal gucken, was da überhaupt passiert, ja. Und manche, die versinken dann, also die tauchen noch weiter ab, die finden dann gar nicht mehr, ja, wie soll ich das sagen? Die finden dann nicht mehr heraus. Ja, also die bewundern dann nur noch ihren Sprung in der Schüssel, wie toll und wie gleichmäßig dieser Sprung ist. Aber wenn dann. Also ich kann dir nur sagen, ich war zwei Jahre lang unten am Meeresgrund, bis ich so weit war, wieder auftauchen zu können. Also wie lange das dauert, das wäre ohnehin noch spannend, Monika, ob nicht eine Depression eine ganz gesunde Heilung ist. Die Frage ist nur, wie lange es dauert, aber bei uns bekommst du schon Antidepressiva, bevor du überhaupt irgendwie da angekommen bist. Sag mal, Thorsten, Entschuldigung, aber weil du gerade von allgemein gesprochen hast, du hast ja selber auch einiges hinter dir, aber ich weiß ja gar nicht, wolltest du darüber auch reden? Weil ich denke, du hast so ein Erlebnis, oder? Von der Monika kenne ich es und von dir nicht, Peter. Ich habe oft darüber gesprochen, was es bei mir war. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für euch hier auch irgendwie über das eigene Erleben zu erzählen, weil das ist natürlich dann nicht so theoretisch, ne? Das ist richtig. Also natürlich, ich lasse immer in meinen Aussagen meine eigene Erfahrung mit einfließen. Ja? Also ich sage so, das ist ein Thema, das würde ich nicht öffentlich behandeln wollen. Alleine schon, um meine Familie auch ein bisschen zu schützen. Verstehe. Also ich würde das der Öffentlichkeit zumuten. Es war ein anderes Erlebnis beim Thorsten, was du jetzt meinst, Thorsten. Die Katharine hat sowas Ähnliches wie ein Erweckungserlebnis gemeint, wo dir klar ist, aha, ich bin nicht nur der Körper und der Verstand. Also es ist gemeint ein Nahtoderlebnis oder... Na, bei mir war es emotionaler Tod. Ja, bei dir war es der emotionale Tod. Genau, und das war 2 Jahre lang. Der Thorsten hat jetzt gerade was gemeint. Ich weiß, was du gemeint hast, aber da sprechen wir jetzt nicht an, Thorsten. Es geht in Richtung, ob die Katharina meint, ob du ein Erlebnis hattest, wo dir klar war, dass du die Seele bist oder hast. Weißt du, was ich meine? Ja, da gab es in der Tat Erlebnisse. Und zwar besoffen sein, ohne besoffen zu sein. Also, wie soll ich das erklären? Also, ich habe mich mitten in einem Gespräch von außen betrachten können. Mhm. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist hier los? Mhm. Ja, weil es gibt ja den Denker, der dann gleich wieder anfängt zu denken, ja. Und dann die Gefühlsebene und also die Herzebene, die dir sagt, alles ist gut, brauchst dir keine Sorgen machen und so, aber der Denker sagt, das ist doch alles nicht normal, das stimmt doch alles nicht und so. Und es war in der Tat so, dass ich gedacht habe, irgendwie fühlt sich das so an, ich höre mich reden, ich sehe mich selber reden. Mhm. Na, was war das? Was war das? Du weißt ja eh, was der Begriff dafür ist, oder? Also ich sag mal so, der Auslöser. Du hattest eine außerkörperliche Wahrnehmung. Ganz genau, ganz genau. So, und wenn du deinen Kopf und deine Augen siehst, Kopf, Augen, Gehirn ist hier und du siehst es von außen, können es nicht die Augen und das Gehirn sein, die hier hinsehen, sondern was hat da hingesehen? Na, die Seele. Ja, natürlich. Das ganz ist der Beweis genau. Für die Seele. Außerkörperliche Wahrnehmungen sind Beweise für die Existenz der Seele, so wie auch bei Nahtoderfahrungen, wo sich die klinisch Toten von oben sehen, wie sie reanimiert werden. Das sind tausende Nahtoderfahrungen wissenschaftlich erfasst. Darum habe ich das ja in Freiheit
hingelegt, damit wir sehen, ja, dieser Sprung in der Schüssel, wie ihn die Katharina so schön nennt, ist nötig. Du brauchst sozusagen eine Persönlichkeitsstörung, damit du realisierst, dass du mehr als die Persönlichkeit bist. Ganz genau. Frage ist, also ich habe ja erzählt davon, wenn die ganze Welt in Scherben liegt, und dann ist das schon manchmal sehr, sehr lang, dass das in Scherben liegt, wo du meinst, es ist tatsächlich alles aus, weil das Wunder kommt ja immer als Gnade, das kannst du nicht herbei manifestieren, sondern das kommt ja, und wie lange es dauert, bis das Wunder kommt. Aber Peter, du hast gerade angesetzt, um zu erzählen, dass du so ein Erlebnis hattest, welches auch immer. Also. Genau, also ich lehne mich dann eher an das an, was du gerade gesagt hast, Katharina. Es war für mich so, dass ich arbeitstechnisch sehr aktiv war. Ich habe einen großen Veranstaltungsservice gehabt, das heißt Personal für Veranstaltungen jeglicher Art. Ich habe gleichzeitig zwei Kneipen gehabt. Ich hatte einen Großhandel und einen Einzelhandel. Vielleicht kennt der eine oder andere das Kondomi noch. Früher gab es das mal nur in Köln und dann haben wir eins gemacht in Berlin. War sehr spektakulär, ganz oft im TV gewesen deswegen. Und gut, mir ist dann, wie soll ich sagen, alles unter den Füßen weggezogen worden, weil zwei Veranstaltungen nach hinten losgegangen sind. Und jeder weiß, wenn man mit Personal arbeitet, dann sind solche Sachen, wenn die nicht funktionieren, gravierend. Wirklich gravierend. Ja, ich habe ja keine Kühlschränke vermietet, ja, die sind ja geduldig. Aber Leute, die wollen arbeiten, die brauchen das Geld. Gut, ich habe dann kurz entschlossen, von heute auf morgen alles gelassen. Ich habe alles weggegeben, verkauft, beendet und stand vor dem Nichts. Ich musste meine Wohnung aufgeben. Ich hatte eine Beziehung, die auch zu dem Punkt geendet hat. Und ich dachte, okay, dann war das jetzt eben mein Leben. Weil da ist jetzt nichts mehr. Da gab es einfach nichts mehr. Und ich hatte dann einen sehr interessanten Traum, den möchte ich jetzt nicht unbedingt erzählen. Aber was dabei rausgekommen ist, war, dass ich am nächsten Tag das Gefühl hatte, ich bin endlich wieder ich selbst. Ich bin wieder ich. Super. Vorher hatte ich mehrere Rollen, habe mich verkleidet und habe geschauspielert etc. Das fiel mir so richtig wie Schuppen von den Augen. Und dann habe ich beschlossen, jetzt machst du das, was du schon immer machen wolltest. Beschreib bitte genau das Gefühl. Was oder von mir aus auch rational. Was war weg? Was war genau anders in dem Moment? Was weg war, war eine unheimliche. Es war wie nach dem Leben hinterherhetzen. Ich hatte unheimlich viel Geld. Ja, ich hatte überhaupt keine Zeit, dieses Geld irgendwie gut auszugeben, sondern immer nur sekundär ausgegeben. Taxi fahren, essen gehen, Geschenke machen und so weiter und so weiter. Ich habe auch hinterher gemerkt, von den Freunden, die ich da hatte, da war gar keiner übrig. Da war hinterher keiner mehr übrig, als ich alles gelassen habe. Und was war in dem Moment? Das Gefühl, was ich hatte in diesem Moment, war, dass ich für mich selber eine Größe gespürt habe plötzlich. Ich habe wieder gespürt, die Welt gespürt. Ich habe die Dinge ganz anders angeguckt. Ja, mich haben Kleinigkeiten glücklich gemacht. Ich war nicht auf der Hetze mehr nach dem großen Glück, sondern die kleinen Glücks. Ein kleines Blübchen am Wegesrand. Ein Lächeln von jemandem, den du gar nicht kennst. Das ist mir da unheimlich stark bewusst geworden. Und ich habe mich das war wie eine Geburt praktisch. Ja, es war wie eine Neugeburt. Ich war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ich habe mich anders gekleidet. Ich habe diese ganzen Designer-Klamotten, ich will jetzt nicht die Namen nennen, ich habe sie alle verschenkt. Und seitdem kaufe ich nur noch No-Name-Produkte. Ja, ihr werdet mich niemals mit einem T-Shirt sehen, wo was draufsteht. Ja, das war herrlich. Das war ganz herrlich. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich mache jetzt das, was ich möchte. Ich arbeite mit Hunden und habe dann 10 Jahre lang mit Hunden gearbeitet. Also Peter, da würde ich gerne, vieles von dem, was du beschreibst, hat tatsächlich eine Ähnlichkeit wie das, wo ich da vor 7 Jahren durchgegangen bin. Und ich versuche ja hier das auch in die Allgemeinheit. Also ich denke, du hast einen Druck.
Also sprich, ein Druck, den empfinden wir einerseits als unangenehm, aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass es der Druck ist, der uns auch aufrechterhält. Das ist dieses berühmte Experiment, wenn du dich gegen eine Wand festdrückst, dann glaubst du, die Wand kommt auf dich. Und nicht umsonst steht ja, ich habe in meinem Video, das ich als Anlass genommen habe für den Titel, hatte ich das die saturnine Erdverkrustung genannt. Also etwas Saturnines, was auch mit unserer Wirbelsäule. Also wir brauchen eine gewisse Aufrechtigkeit und eine gewisse, um aufgerichtet zu sein, braucht man eine gewisse Verknöcherung im Sinne von Halt. Wenn es zu viel ist, dann ist es krankhaft und dann raubt es uns die Luft. Und ich denke, das ist, dieser Druck nimmt ja jetzt immer mehr zu, ne? Und die Menschen sehnen sich gleich oder sie halten den Druck nicht mehr aus und gleichzeitig sie sehnen sich danach, von dem Druck befreit zu werden. Und gleichzeitig passiert dann etwas, was ich immer diese Agoraphobie genannt habe, nämlich nicht nur die Klaustrophobie, dass du keine Luft mehr bekommst, sondern Agoraphobie ist, wenn du vor dem Nichts bist, so wie diese Filme im All, wo du dann wegdriftest. Und vieles von dem, was ihr jetzt beschrieben habt, oder vor allem du, glaube ich, Peter, ist so ein der Verlust des Drucks, der Verlust dessen, was mich aufrecht, was mich vorandrückt und aufrechterhält. Und unten drunter ist ein schwarzes Loch, ein Nichts, ein Vakuum. Und das ist das, wovor die meisten Menschen unglaubliche Angst haben, vor dem Nichts. Du hast keine Termine, du hast nichts zu tun, du hast nichts, worauf du aufbauen kannst, du hast noch nicht mal Druck oder Stress oder irgendwas. Das ist eine seltsame Beziehung, die meisten Menschen dazu haben. Sie sehnen sich danach, mal keinen Druck zu haben und halten es dann im Urlaub überhaupt nicht aus. Das hast du gerade sehr gut beschrieben. Genau das hatte ich auch danach. Ja, es war, als fiel ich in ein Loch, als wäre ich bin jetzt niemand, ich bin jetzt nichts mehr. Ja, und gleich am nächsten Tag, nach einem Traum, den ich nachts hatte, ging es mir völlig anders. Auf einmal war das alles völlig umgekehrt. Ja, ich hatte ein Gefühl zu mir selber. Ich war plötzlich wieder stark, ich hatte wieder Lust, jetzt mache ich was, ja, und hin und her, völlig anders drauf. Es hat sich praktisch über Nacht irgendwie ins Gegenteil geändert, ja. Und das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Also kann das ja gut sein, dass man einen Sprung in der Schüssel bekommt, wenn es Zeit wird für eine Veränderung. Wenn der Druck zu stark ist. Genau, dann wird es Zeit. Und du merkst diesen Zeitpunkt, du ahnst den vielleicht. Ja, aber du bist so in deinem Trott drin, dass du weitermachst, bis man dir dann auf die Finger haut. Also bis du deine Quittung gibt und bekommst oder eben, dass die Schüssel dann tatsächlich bricht, ne? Oder einen Sprung bekommt, so zumindest, ja. Also die Geschichte, die Peter gesagt hat, also die du gesagt hast, Peter, die fand ich sehr interessant, weil das spricht genau dafür. Das heißt, also du hast einen ewigen Druck gehabt, von Termin zu Termin. Und ich sag mal, es gibt ja auch diese Workaholics, ne? Also die Menschen, die also ständig Dinge tun müssen. Und ich sag mal, ich war ja schon mit dem, was ich früher gemacht habe, doch schon zeitlich auch ausgefüllt. Wenn ich so die Sachen betrachte von dem, was du erzählst und sagst, dann ist es in der Tat doch, spricht es zumindest für mich, so von der Außenstehende als jemand, der also arbeitssüchtig war ohne Ende, der das vielleicht auch brauchte. Ja, und aber der Zeitpunkt dann reif war, sich zu verändern, einen anderen Lebensabschnitt oder ja. Aber also, mir fällt nur auf, das Bild von wegen eine auf die Finger kriegen, ja, da denke ich an die Schule oder an die Mutter oder so, ne, wenn sie so macht, das ist für mich ein Dapsal, das ist für mich eine leichte Korrektur. Ich meine, blöd genug ist es, aber es ist ja eine Korrektur. Aber wenn ich von einem Sprung in der Schüssel rede, dann rede ich von etwas, was fundamental ist. Mir fällt gerade, weil du das mit dem Druck, dass da zwei gegeneinander gepresst werden, ob das jetzt unsere Hirnhälften sind oder auch Erdplatten. Also wenn ich jetzt an das Erdbeben in der Türkei oder so denke, das ist ja entstanden aufgrund von so viel Druck, wo zwei Erdplatten gegeneinander so sich gedrückt haben, dass der Druck, das musste sich entladen. Da reden wir von etwas so Fundamentalem. Ich glaube, ein Sprung in der Schüssel ist etwas,
Da ist nachher nichts mehr wie vorher. Das ist nicht nur eine leichte Korrektur, sondern da geht es in den Abgrund. Das ist plutonisch übrigens. Das ist sehr plutonisch. Ich glaube, du bist leise geschalten, Monika, kann es sein? Nein, ich hab bewusst auf Mikro ausgehabt, weil ich aber mal husten habe müssen. Ich habe nur geschmunzelt wegen plutonisch. Das hat mich an Plutonium erinnert, aber okay, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ich will euch jetzt nicht im Gespräch über die Erdkrust unterbrechen. Ich habe mir jetzt gerade eine Metapher eingefallen, was den Schädel betrifft, aber dazu später, wenn ihr mit der Erdkrusten fertig seid. Und da passt doch, mir wird es so. Naja, der Mensch kommt schon mit einem Sprung in der Schüssel zur Welt. Mhm. Bei Kleinkindern, soweit ich weiß, eineinhalb, 2 Jahre schließen sich dann beide Schädelhälften. Ne? Und dann vernarbt es erst so richtig. Das ist zufällig auch der Zeitpunkt, wo einige buddhistische Strömungen sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wo sich die Schädelplatte schließt, die Seele rein und raus kann. Also um im Kind zu manifestieren oder plötzlicher Kindstod, wenn sie entweicht, weil die Schädeldecke offen ist, sagen manche. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber offensichtlich kommt der Mensch mit einem Sprung in der Schüssel auf die Welt. Ja? Mhm. Und das hat mich jetzt erinnert, wie sie über die Erde, ich habe jetzt gerade nur ein paar Notizen gemacht über das, was ihr gesprochen habt, weil mir das fast gefesselt hat, weil es solche Parallelen gibt zwischen der Physis des Menschen und dieses Planeten ganz offensichtlich. Und ihr habt ja auch gesagt, dass wir diese, du hast es gesagt, Katharina, dass das Schwingungsniveau, also die elektromagnetische Feldstrahlung, ja abnimmt. Das weiß man ja von der NASA und auch von der Europäischen Weltraumagentur. Und wenn ihr wollt, eine Slide würde ich euch gern zeigen, die zu dem dazu passt. Darf ich kurz? Ja, gern. Muss ich da jetzt irgendwas freischalten? Oder? Ja, du musst, glaube ich, freischalten, damit ich den Bildschirm freigeben darf. Ja, aber Freigabe für mehrere Teilnehmer gleichzeitig möglich. Das müsste eigentlich schon möglich sein, oder? Ist es schon. Na super, super, dann kann ich ja freigeben. Zack. Ihr müsstet jetzt eine PowerPoint-Slide stehen. Ich mache sie ganz auf. Ja. Ja. Das sind die Hirnwellen im Frequenzspektrum, steht eh oben von 0,2 bis 35 Hertz. Das habe ich aus mehreren psychologischen Büchern raus. Der Dr. Breuers wird mir sicher bestätigen, dass das richtig ist. Also ich habe es zusammengefasst in Excel-Tabelle. Das ist eine Abbildung aus dem Buch Freiheit. Und so trage ich es auch teilweise bei Vorträgen vor. Nur heute halt jetzt im Buch ist dann nicht das, was jetzt so kommt, was ich jetzt mache. Von 4 bis 8 Hertz sind die sogenannten Theta-Wellen. Also da ist der Mensch tiefenentspannt, Schlaf, Meditation und so weiter. Und da ist er durch hohe Kreativität und Lernfähigkeit ausgezeichnet. Also das sind die Wirkungen. Und in diesem Spektrum zufällig haben wir die 7,83 Hertz. Das ist die Grundfrequenz der Schumann-Resonanzen, die ja auch wissenschaftlich längst erwiesen sind. Ja. Und das ist der Herzschlag der Erde. Das gibt es viele Physiker und Biophysiker, auch Dr. Breuers nennt es so, ja, wie ich weiß. Wenn man jetzt weiß, dass das Erdmagnetfeld abnimmt und der Mensch vom natürlichen Zustand her immer mehr synchron schwingt mit der Erde, dann kann man sich ausmalen, warum A, so viel Stress erzeugt wird mit C-Blödsinn, C-Maßnahmen-Blödsinn mit Kriegen, also immer in die Angst, damit du immer in die Anspannung reinkommst auf mindestens 15 bis 18 oder noch mehr, über 35 Hertz teilweise. Wir sind dann über den High-Beta-Wellen, starke Anspannung. Das ist das Ziel der Unterdrücker, damit eben diese Synchronisation zwischen Planet und Mensch nicht stattfinden kann, wird das betrieben und man kann sich jetzt auch ausmalen, warum die digitale bzw. künstliche, der künstliche Elektrosmog, das künstliche elektromagnetische Feld erhöht wird mit 5G, 6G, 7G und so weiter. Das trägt hundertprozentig auch dazu bei, dass Menschen noch mehr mit Strahlen bombardiert werden, ja, und ja nicht im natürlichen Zustand sind, weil wenn sie zwischen 4 und 8 Hertz in der Delta, in der Entspannung drinnen sind, durchschauen sie die Dinge mehr und sind auch nicht mehr so leicht kontrollierbar. Sie können leichter aussteigen. Das ist das, das ist die Krux und gleichzeitig die Chance an dem Ganzen. Ja? Fertig.
Super, Monika, darf ich da anschließen, weil da fällt mir etwas auf. Kann es wegtun? Kann es wegtun? Ja, kannst du. Da okay. fällt mir etwas auf, worüber ich oft schon gesprochen habe, und zwar, dass wir kennen ja diese ewigen Drang nach oben, nach oben, nach oben, in die höhere Dimension, in die höhere Frequenz. Und darüber habe ich schon mal gesprochen, auch mit dem Arnulf damals, von wegen, dass es ja in eine Entspannung, und ich weiß, damals vor 7 Jahren, das habe ich oft beschrieben in meinen Blicken, es ging immer darum, dass ich hinuntertauche, dass ich hinabtauche, dass ich mich beruhige, dass ich meinen Atem verlangsamt, dass ich in die Tiefe gehe. Und das kennen wir ja auch übrigens vom Märchen, das von der Frau Holle, ne, die Spindel fliegt den Brunnen hinunter und dann muss die Goldmarie hinunter, um dort die Spindel, also um das Gold unten zu holen. Ne? Also das ist unten. Und das heißt also, es geht bei diesem Sprung, von dem wir da reden, wir können auch von der Erdspalte reden, da geht es hinunter in eine andere Dimension, die langsamer schwingt, die tiefer ist. Und das würde dem entsprechen, was eben auch Dieter Bröers oder die Giuliana Conforto, ne, die reden ja, sie reden natürlich von beiden. Also du hast ein Erdmagnetfeld im Außen und das ist aber dann eine Projektionsfläche und du hast es im Inneren und die Sonne im Inneren und den Kern im Inneren. Aber wir Menschen können letztendlich, wenn wir wirklich Einfluss nehmen wollen, können wir nur hinuntertauchen, weil hinaufbeamen, das geht nun mal schlecht. Das wollte ich jetzt nur, weil das ist so stimmig da, deine Folie, ja. Ergänzt sie perfekt, ja. Also wie sieht es jetzt aus der astrologischen Sicht, weil du bist ja astrologisch auch sehr bewandert. Du hast von Plutonisch hast du schon erwähnt, ja? Ja. Wie sind jetzt die Einflüsse, sagen wir, bis zum Schlüsseljahr? Wir wissen ja, das Schlüsseljahr, wo der Wandel kommt, ist 2025. Wie schaut es da mit dem Sprung in der Schüssel aus? Weil das soll ja praktisch ein Bewusstseins... Da muss ich, glaube ich, nur eines Leid zeigen, ja, für die Zuseher. Darf ich? Ja, klar. Ja. So, wo habe ich jetzt das wunderbare Stück da? So, Eigenlob ist zulässig. Wo habe ich das da jetzt? Also soll ich dabei reden, während du suchst? Ja, red dabei. Also, weil wir haben natürlich jetzt den Ingress vom Pluto in den Wassermann. Und der Wassermann ist ja der Geist. Das ist sozusagen der Blitz, der hinunterkommt vom Himmel. Und Pluto ist das Tiefste, der Schmerzkörper unten. Das ist, da erinnere ich mich an eine Geschichte bei Fukushima, hat der Alexander Wagand über Plutonium gesprochen und hat gesagt, da sind alles Substanzen, die sind unter der Erde, sind sie nicht giftig, da sind sie willkommen, da sind sie notwendig und sie werden erst giftig, wenn wir sie nach oben holen, wenn der Mensch sie künstlich nach oben holt, was ja nicht so gedacht ist, Uranium und Plutonium und wie auch immer. Das fand ich damals sehr interessant, weil er quasi gemeint hat, dass dieses Fukushima quasi so von den Gefrastern, sage ich jetzt mal, ausgelöst ist. Ne? Und das vermutet man ja in der Türkei auch, aber der Punkt ist einfach der, alles an seinem Platz. Ne? Also dieses Plutonische ist so tief, das geht so in den kollektiven Schmerzkörper, in das kollektive Trauma, nicht umsonst in die Hölle, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite, der Uranus ist nicht nur der Einfall, der plötzliche, diese Verbindung mit dem Himmel, auch mit der Elektrizität, sondern es ist auch unser Geist, ne? Der Geist, und dafür brauchen wir ja einen Sprung in der Schüssel, damit das überhaupt, da fällt mir immer dieser Begriff ein, der Heilige Geist fährt in uns hinein. Das gibt es doch, diesen Begriff, ne? Ja. Ah, genau. Sehr schön. Ja, jetzt ist genau. Jetzt kommt's. Mhm. Wir hatten es eh schon mal, aber ja. Jetzt im Detail nochmal. Ja? Die Spiral. Muschel des Bewusstseins nenne ich es. Das ist abgeleitet aus der Integralpsychologie und ergänzt um altbekannte, bewährte spirituelle Erkenntnisse. So, wir haben 8 Ebenen des Bewusstseins von archaisch bis holistisch. So sieht man es, die 1 bis 8. Rechts außen ist beschrieben, es geht praktisch die ersten Stufen egozentrisch, dann ethnozentrisch, logisch, weltzentrisch. Und die Masse der Bevölkerung steckt laut Integralpsychologie hier zwischen den Ebenen 1 bis 5 fest. Das heißt, nur rund 10% sind im Bereich des empfindsamen Selbst und 0,1% oder 0,01% circa sind integrativ holistisch bewusst. 90% sind so auf den Ebenen 1 bis 5. Jetzt ist 2025 das Schlüsseljahr, wie wir wissen, sowohl laut
Schwab und Konsorten, sowohl laut Gates und Konsorten, da will man ja die totale digitale Diktatur, wie es ich nenne und wie Sie es nennen, die digitale Revolution sozusagen, soll da die Primärarbeit abgeschlossen sein. Also voll aufgedreht, dieses Internet aller Dinge. Jetzt ist aber auch von Seiten von Astrologen seit Jahren, seit vielen Jahren, aber auch Numerologen und ontologischen Mathematikerinnen, wie die Ingrid Rasellenberg, ja, mit der ich da ein paar Gespräche schon geführt habe, bevor ich das Buch Freiheit geschrieben habe, damit ich das einfließen lassen kann. Ich schaue mir immer beide Seiten an. Also alle Seiten sind sich einig, 2025 ist ein Schlüsseljahr. Und wenn in diesem Schlüsseljahr viele Menschen, da reichen 10 bis 15% von wissenschaftlich-analytischen Bewusstsein ins empfindsame Selbst übertreten und damit sich die Pforte öffnet, über den Flaschenhals, wie du es schreibst, Katharina, ins größere, holistische, ganzheitliche Bewusstsein, dann bedeutet das den Sprung in der Schüssel, im System, den Sprung aus der Schüssel ins höhere sogenannte oder weitere Bewusstsein und damit ist ein kollektiver Bewusstseinssprung in naher Zukunft zu erwarten, laut Astrologen. Und ich sage auch, gemäß dem Maßnahmenplan, den wir ja kennen, ich habe ja im Buch Freiheit drinnen, die Entwicklung prognostiziert bis 2030, nicht weil ich zu lustig bin und mir das ausdenke, sondern anhand der Ziele und Mittel, die bereits umgesetzt werden durch die Unterdrücker oder die Pseudoherrscher. Und die kommen immer mehr in Zugzwang. Nicht wir sind in Zugzwang, sie sind im Zugzwang. Es schwimmen ihnen die Fälle davon. Lange Rede, kurzer Sinn. 2025 scheint es sich anzubahnen, dass mehr Menschen über das empfindsame Selbst, ins integrative und holistische Bewusstsein hineinkommen. Und wenn das passiert, dann wird der ursprüngliche Sprung in der Schüssel überwunden. Das möchte ich damit sagen. Und jetzt würde mich interessieren, was jetzt gerade aus deiner Sicht, Katharina, in den nächsten, falls du es beraten hast, Wochen, Monaten, aus astrologischer Sicht, im Hinblick darauf zu erwarten ist. Also Darf ich ganz kurz, bevor Katharina ganz kurz noch mal was einwerfen? Soll ich es wegtun? Oder? Ja, Monika, das war sehr, sehr schön dargestellt. Und ich glaube, genau das wollen Sie ja verhindern mit 5G, mit den Impfungen, mit so vielen anderen Geschichten, die im Moment auf uns einprasseln, ja, die wir jetzt gerade erleben. Ja, eindeutig. Es ist eindeutig so. Ich gebe dir recht, sie werden keine Chance haben, weil Mutter Erde ist stärker. Ja. Genau, also sie werden es... Entschuldige. Nein, passt alles. Sie werden es nicht schaffen, weil es ist wie beim Schnaps. Das Höhere sticht das Untere. Und das höhere Bewusstsein, da ist dann auch eine Impfung nicht mehr wichtig. Also ich bin überzeugt davon, dass du mit deinem Bewusstsein über diese Struktur hinausgehen kannst. Um das Astrologische, ich konzentriere mich ja normalerweise in meinen Beratungen auf auf den eigenen Seelenplan und auf die Bestimmung und welchen Unterschied wir hier machen und wozu wir uns hier verabredet haben. Aber zufällig habe ich es natürlich schon parat. Also der Saturn geht jetzt in diesem Monat, also Anfang März jetzt, 7. März, glaube ich, geht da in die Fische. Das heißt also, das ist ein neptunischer Saturn. Das ist genau das, was ich in meinem Video beschrieben habe mit der Erdverkrustung, die saturnine Erdverkrustung, die aufgeweicht wird. Da kriegt man wieder einen Zugang zum Meer des Unbewussten, zum Ozean des Unbewussten, zur Tiefe. Da wird das aufgeweicht. Das ist das eine. Und das andere ist eben dann der Pluto in den Wassermann. Das sind also wirklich radikale Veränderungen, Pluto im Wassermann war die französische Revolution, also was damit in Verbindung gebracht wird. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das war nicht so toll, ne? Aber wir haben uns ja Gott sei Dank weiterentwickelt. Ja, so viel dazu. Genau. Da fällt mir doch gerade ein, weil die Astrologie, ich habe mich eine ganze Zeit lang auch mal so ein bisschen mit der Theo-Astrologie befasst, also mit der, ich sag mal, über die Astrologie hinaus gibt es ja diese sogenannte Theo-Astrologie oder Astro-Theologie. Verwechsel ich das gerade? Ist aber nicht schlimm. Was ich sagen wollte, ist, dass man ja natürlich sehr genau
schaut, wie sind die Sterne, wie waren die Sterne vor 500, 600 Jahren, wie sind die Sterne in den nächsten 7 Jahren. Und danach wird strategisch von ihrer Seite aus eben geplant. Das heißt, sie wissen, wenn so eine Anhebung der Erde da sind, weil der Mensch, die Seele ist mit der Erde verbunden. Genau. Und weil sie das wissen, haben sie im Laufe dieser Zeit bestimmte Ereignisse kartografiert und eben, wie soll ich das sagen, danach eben ihre Aktion geplant. Das heißt, sie haben ein gewisses Zeitfenster, das können sie nutzen. Wen meinst du mit Sie, Thorsten, nur damit ich das verstehe? Das verstehe ich jetzt nämlich nicht. Mit Sie meine ich eben die nicht der hellen Seite gewandt sind. Ah, von der ist, okay. Ja. Zum Beispiel, ganz kurz, die wir schon in Sendungen, der Thorsten und ich und auch du, Katharin, und der Peter und ich, als die angloamerikanische Globalisierungsklicke genannt haben, die sind die letzten sozusagen, die man noch irgendwo am Schirm haben kann. Hinter denen sind gewiss noch andere Mächte, aber deren Namen sind ja bekannt. Weiße angelsächsische Protestanten, nominell nur Protestanten natürlich, nicht wirklich, aber die sind die sichtbare, vermeintliche Elite. Aber hinter denen stehen noch Dunkelkräfte und ich glaube, die meinst du jetzt, Thorsten. Ich wollte ja nur wissen, wen du überhaupt meinst. Aber willst du damit sagen, Thorsten, dass sie sich dessen bedienen? Also sie bedienen, also das ist ja erwiesen, sie bedienen sich der Symbolik, der Magie. Also wir verwenden keine Magie, wir haben keine Ahnung von Symbolik, wir haben auch keine Ahnung von die meisten, von Astrologie. Die verwenden alle Astrologie, Astronomie und was auch immer, das ganze Wissen rauf und runter. Das wolltest du jetzt gerade sagen, habe ich das jetzt richtig? Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Ich wollte übrigens sagen, dass es egal ist, welchen Zugang wir nehmen. Ob das jetzt wie die Ingrid Rasselenberg mit Nummern, also mit Zahlen ist, oder bei mir, also ich habe halt einen großen Zugang zur Astrologie, ob jetzt jemand andere irgendwie medial hier sich verbindet oder jemand mit Zahlen, also ich finde das nicht so wichtig, welchen Zugang du wählst, sondern weil du kommst immer in dem Raum an, du hast nur ein anderes Portal, eine andere Tür, durch die du reingehst. Also das ist so erlebe ich das. Ja, das ist ja richtig, was du gerade gesagt hast. Es ist praktisch eine Krücke, wäre jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ein Hilfsmittel dafür, da einen bestimmten Weg zu gehen. Ein Medium, ganz genau. Und ich finde es ganz wichtig, das zu erkennen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Problem mit Menschen, die mir sagen, dass sie jeden Tag, jeden Sonntag in die Kirche gehen, dass sie da sehr gläubig sind und hin und her. Wenn es ihr Medium ist, das sie nach vorne bringt, dann kann ich das akzeptieren. Was ich natürlich nicht akzeptiere, ist der Apparat römische katholische Kirche. Das ist etwas anderes. Und das sind Sachen, die leider oft und gerne vermischt werden. Und ich rufe dazu auf, das zu differenzieren, weil es ganz wichtig ist, den Leuten das auch zuzugestehen. Zum Beispiel Herrn Tol. Ja, ich gestehe den Leuten das zu, dass sie da bestimmte Erlebnisse haben. Aber ich kann die gesamte Sache nicht akzeptieren, weil sie in eine falsche Richtung läuft, von meiner Sichtweise. Es ist besser, den Namen hier nicht zu erwähnen, weil ich will jetzt nicht mit der Monika. Monika, ich liebe dich und ich möchte jetzt bitte auf einer Herzensebene weiterreden. Lass uns nicht über Liam Toll reden, das war das völlig falsche Stichwort. Darf ich ein anderes Stichwort kurz reinbringen? Ja, klar. Das Stichwort der KI, weil wenn wir von der Schüssel reden, du hast schon gesagt, Monika, das hat auch Sattschüssel oder sonst was. Du bist schon wieder gemutet, liebe Monika. Ja, passt doch super zum Thema Sprung in der Schüssel. Nein. Siehst du, und schon ist sie wieder auf ihrem Ding. Also, die KI, ja, oder die Außerirdischen, oder wie man, also das alles, dieser Blick nach außen gerichtet, ja, in das All hinaus und so weiter, diese Echokammer da draußen, ja, darauf wollen sie ja uns immer lenken, damit wir eben nicht durch den Sprung in der Schüssel mit einem Gefährt, mit einem Medium, weil du sagst es, Peter, wir kommen nicht hinunter ohne irgendein Medium und sei es, dass wir irgendeinen Verlust erleben, der uns da hinunter katapultiert und dann auf irgendeine Art und Weise, da rappeln wir uns da unten und das ist immer das Ende der Welt. Für uns ist das immer das Ende der Welt, weil wir so fixiert sind auf diese wahnwitzige Plastikwelt da draußen, diese KI, diese schöne Welt des Schein und Fake. Und wie auch immer, ja.
Habe ich dich jetzt gut umgepolt, Monika, dass du bei da jetzt weitergehst? Du, ich wollte nur den Spruch mit Sprung in der Schüssel anbringen, sonst ist alles gut. Und ich hab dich auch lieb, Katharine. Aber das nicht letztes Mal, ich muss so lachen, weil du das, weißt du, dass ich das sonst nie schreibe? Irgendeine Nachricht und dann schreibe ich, ich habe euch lieb, gell, an dich und die Jasmin habe ich geschrieben, gell? Ja, voll. Ja, wir haben uns ja lieb, oder? Kann man ja schreiben. Wir Und waren dann? ja, wir waren so toll Wander miteinander. Also auf der Ebene ist einfach schön, ja. Das haben wir wieder bei der Frequenz übrigens, gell? Genau, und wenn die Grundfrequenz passt, dann kann man auch verschiedene Auffassungen haben. Meine Freunde können auch falsche oder andere Meinungen, ist mir völlig egal. So wie der Peter gesagt hat, die Leute haben auch Recht drauf, in der Kirche, wo sie sich wohlfühlen, geborgen in einer Gemeinschaft fühlen, das muss man halt differenzieren, dass der Apparat Vatikan an sich ja genau das nicht vermittelt, sondern die Lehre, die reine Lehre Jesu vom Urchristentum ins völlige Gegenteil verdreht hat. Trotzdem kann auf der untersten Ebene ein Pfarrer eine super Gemeinde aufbauen, im Wissen, dass seine Chefs Blödsinn reden. Ja? Das heißt, das darf man den Menschen dann zugestehen. Also ich finde, das hat auch was mit Energie und Wertschätzung zu tun und auch mit verschiedenen Erfahrungshorizonten. Wichtig ist nur, dass man sich da nicht im Detail verstrickt und dann plötzlich Kriege ausficht, wessen Meinung jetzt gerade richtig ist. Über Fakten braucht man bitte nicht diskutieren. Ja? Aber über Meinungen können wir 100-mal diskutieren. Ich finde es zwar sinnlos, aber es ist in Ordnung. Ich möchte dazu noch sagen, Also. diese Diskrepanzen bezüglich eines Themas. Bestandteil der Musik ist auch die Disharmonie. Es ist dann die Zwölftonhöhe. Auch. Beim Malen brauchst du das auch. Du brauchst die Unfarben und die Störfarben. Sonst Genau. kommt kein gescheites Bild zustande. Ja? Ja, nur ich habe meinem Musikprofessor gesagt, ich finde, Zwölftonmusik kann man nicht unter den Begriff Musik subsumieren. Das ist, Deswegen braucht er dann. Ja. Musik hat was Melodisches, das soll die beleben, das hat was mit Herz zu tun. Aber irgendein amelodisches Geklimpere, wo von mir aus schon ein System dahinter steckt, Nein, nein, nein. Ich weiß nein. nicht, ob ihr die vier Jahreszeiten kennt. Klar, natürlich. Ja. Jedem Da sind Kaufhaus rauf und so runter. wunderschöne Diss-Töne drin. Das ist ganz herrlich. Das ist ganz, ganz herrlich. Wenn man da sich das ganz genau anhört, dann hört man das auch raus. Aber es passt. Es passt. Es ist wunderbar. Es muss so sein. Ja, Zum die Beispiel. Disharmonie ist ja wieder das, was uns, was ein möglicher, ein Hoppala, ein Stolperstein, ein mögliches wieder hinabtauchen, ne? Ein Riss, muss ja nicht gleich ein Sprung sein, kann auch ein Riss sein. Also das ist ja etwas, was da hinunterführt. Und etwas hast, du hast vorher von Energie gesprochen, Monika. Und das Ja, finde du ich, auch, ja. ja, und das finde ich einen interessanten, das passt nämlich auch noch dazu. Weil, wo ist die Energie? Die Energie ist nämlich da unten, die ist im Kern. Daraus beziehen wir die Energie, ob das jetzt bei uns im Körper ist, durch die Verbindung mit der Erde, mit den Wurzeln, aber auch in unseren Chakren von unten beziehen wir die Energie. Und von der Erdtiefe, ja, beziehst du auch die Energie. Also das heißt, dass sie nicht wollen, dass wir da runtergehen. Ne? Das ist ja, sie wollen uns immer abhalten und immer irgendwie da oben diesen komischen Heißluftballon, damit wir irgendwie alle da rausstarren und immer auf das fixiert sind und nicht hinuntergehen. Das Thema Energie finde ich ganz wichtig, sowohl in uns Einzelnen als auch von der ganzen Erdsubstanz her. Ist es, ja, weil ja der Mensch schon von den Atomen her, also von der Biologie her, von der Chemie, von der Biochemie her, aber auch von der Physik her und von der Seele her Bestandteil dieser Erde ist. Und damit weiß man ja von den Naturvölkern, sie sind zentrierter, im Grunde mehr im Hier und Jetzt, weil sie im Einklang, zumindest mehr im Einklang mit der Natur leben, als wir vermeintlich zivilisierten Menschen. Ja? Und wenn das zurückkäme, dieser natürliche Flow, der phasenweise Zustand des No Mind, wo man in der Schule den Kindern dieses Verbrechen antut und ihnen sagt, wo bist denn du gerade? Du bist gerade, schaust gerade ins Narrenkastel, ins Narrenkastel, völliger Schwachsinn. Das Kind schaut nicht ins Narrenkastel. Das Narrenkastel ist der Fernseher, der ist ja in der Schule immer noch verboten, Gott sei Dank, während des Unterrichts, sondern sie haben eine Anbindung ans Feld, an eine Vision im Feld wahrscheinlich sogar, fühlen sich eins mit allem,
Da ist die Einheit da, die Kinder oft noch spüren und auch Jugendliche. Aus dem werden sie künstlich rausgerissen. Und genau das ist die Aufgabe, dieses Rausreißen aus dem Unterricht, also aus dem Hier und Jetzt in den Unterricht rein, ist auch das Rausreißen der natürlichen Einbindung des Menschen ins Energiefeld. Rausreißen aus diesem Feld, reinziehen in die Arbeitswelt als Sklave, damit du ja nicht realisierst, dass du Sklave des Systems bist. Und dann beginnen die Streitereien. Und das hat ja der Peter zuerst so schön beschrieben. Er hat zwar viel Geld gehabt, er hat Designerklamotten gehabt, aber er war nicht mehr er selbst. Er hat diese Anbindung ans Feld verloren. Und in dem Moment, wo dieser Bewusstseinsschub bei ihm gekommen ist, hat er realisiert, dass er den ganzen Dreck nicht braucht. Er ist jetzt wieder viel näher zu dem, was er als Kind schon einmal war, interpretiere ich jetzt rein. Habe ich das richtig gesagt, Peter? Ja, das kann man so sagen. Ich muss noch mal eins sagen zu Katharine, was du eben gesagt hast, diese Energie und diese Gebundenheit mit der Erde. Das Thema hatten wir, Thorsten, von, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen mal so kurz angeratscht. Und dazu fällt mir eins ein. Wir bestehen aus 80% Wasser. Manche sagen 75, manche sagen 85, sagen wir mal 80% aus Wasser. Dieses Wasser, stellt euch jetzt mal vor, bei dem bildlichen Auge, wo das schon überall in den letzten zig Millionen Jahren war. Genau. Du meinst als Information, als Gedächtnis der Erde, oder wie? Ganz genau. Ne, dass Wasser ein Informationsträger ist, ist ja wissenschaftlich mittlerweile auch belegt. Und jetzt überleg mal, wie eng diese Beziehung zu dieser Erde tatsächlich ist. Das ist der Wahnsinn. Ja, und ganz genau. Darf ich in diesem Punkt nochmal bei Clemens Awe anhängen? Ja? Wir haben ja über das Video, das wir vorgestern gemacht haben, der Peter und ich, etliche gute Rückmeldungen gekriegt, hunderte Kommentare. Und unter diesen Kommentaren waren einige, wo man gemerkt hat, die Leute sind traurig. Und viele schreiben, wir haben Clemens verloren. Nein, wir haben gar nichts verloren. Geistig, seelisch, wie wir ja festgestellt haben, ist sein Erbe noch hier. Er hat Menschen geholfen. Deswegen denken Menschen noch an ihn. Das heißt, geistig, seelisch ist er noch präsent. Und das, was er vorgelebt hat, können andere ja nachmachen. Damit geht gar nichts verloren von ihm, von seinem Wesen. Und physisch brauchen wir uns nur die Realität vorstellen. Der Körper als Seelentransportmittel zersetzt sich und ist auch so die Illusion des Todes entlarvt. Es gibt keinen Tod, wo etwas einfach aus ist. Nein, dieser Körper zersetzt sich und geht in andere Formen über. Der eine Teil geht vielleicht ins Pflanzenreich über, der andere Teil wird von einem wilden Tier gefressen und dann ausgackt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und vom nächsten Tier wieder gefressen und kommt irgendwann einmal die Atome wieder als Baby zur Welt. Oder als Tierbaby oder als Menschenbaby, wie auch immer. Ja? Das heißt, der physische Tod an sich ist nicht existent, so wie er uns beschrieben wird. Die Realität ist, alles ist im Wandel, alles ist im Übergang. Und dann brauchen wir auch keine Angst vor dem eigenen Tod haben. Und der Schlüssel dazu ist ganz einfach die Erkenntnis, dass wir einen unsichtbaren Energiekörper haben, den man sogar fotografieren kann, den andere Menschen sehen, den Menschen während der Nahtod davon sind, den der Thorsten erlebt hat in der Sicht von außen auf sich selbst. Wenn man das weiß, dann ist alles wie eine C-Diktatur. Oder du darfst nicht verreisen, weil du keinen Zettel hast, wo dir jemand anders was draufgeschrieben hat. Völlig lächerlich. Es ist lächerlich. Ja? Das sollte den Menschen, und davor haben die gewisse Unterdrücker fürchterliche Angst, dass die Menschen ihre Kraft, ihr Potenzial aus der Seele schöpfen und durch die Anbindung ans Energiefeld, die eh allgegenwärtig ist. Also wer damit nichts anfangen kann, soll sich bitte Star Wars anschauen, den mittlerweile 5. Teil, also von den ursprünglich 3 gedrehten, den 2. Teil, wo auf einem gewissen Planeten, ich weiß nicht, wie der heißt, im Dschungel, der Luke Skywalker ausgebildet wird vom Meister Yoda und erklärt ihm, was das Energiefeld ist, das alles durchzieht, die Macht. Genauso ist es. Genauso ist es, nur halt anders beschrieben. Und wer so ein Feld hat und in diesem Feld dieses anzapfen kann, aus dem Feld reden, erfüllen, sprechen kann, mit anderen kommunizieren kann,
der braucht kein 5G und kein 6G und kein Internet aller Dinge und braucht sie auch nicht 7 Pornofilme in 2 Minuten gleichzeitig runterladen können. Es ist völlig irrelevant, wir brauchen den Scheiß nicht. Monika, das ist wie am Anfang, als das habe ich nämlich eigentlich die hermetische Abriegelung, in der wir sind, wodurch wir gar nichts mehr spüren. Und ein Sprung in der Schüssel heißt auch, dass diese hermetische Abriegelung, dass dieses, dass, also wenn man, ob man das jetzt elektromagnetisches Feld, das passt eh recht gut, finde ich, dass das porös wird, dass da jetzt, und was das, was du jetzt beschrieben hast, Monika, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ständig solche Erlebnisse, dass ich merke, dass dieses Feld um mich und das Feld in mir wird immer mehr, es verschmilzt. Es passieren in meinem Leben Wunder. Es passiert auch das Gegenteil. Also es spaltet sich tatsächlich. Es wird das Arge, das Verrückte, das wird mehr, das wird krasser, das zeigt sich noch mehr. Und die Wunder und die magischen Möglichkeiten und wenn es auf einmal im Fluss ist und wenn sich irgendwas ergibt, wo du sagst, das gibt es ja gar nicht, das ist ja wie auf einer anderen Ebene. Das wird auch viel stärker. Das kenne ich sehr gut, was du gerade beschrieben hast. Aber ich empfinde das als Verwirbelung. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, es ist es eine Verwirbelung von mir und von draußen, die dann gemeinsam irgendwie... Na, beschreib's genau bitte, was in dir macht, weil das ist wesentlich. Peter, versuch's. Atme kurz durch und beschildere uns das Bild. Das ist wesentlich, was du jetzt gerade sagst. Das Bild oder der nicht, erste nicht aus dem Kopf, atme mal tief ein und aus und fokussiere es aus deinem Innersten, aus dem Herzen heraus. Und dann formuliere es mit diesen Worten, nicht aus dem Verstand. Zu Hause sein. Heim sein, daheim sein, zu Hause sein, bei mir sein. Bei allem sein, gleichzeitig. Ja, nee, es ist schon so ein etwas Beruhigendes, etwas, ja. Zu Hause sein. Das kann ich dazu sagen. Du hast ja von einem Wirbel gesprochen und ich meine, ja, auch die Astrophysiker sprechen, also die Juliana Conforto und so, die sprechen vom Spin. Also das heißt, wir reden von einer Verwirbelung. Das hast du jetzt beschrieben. Das ist eine Art von Verwirbelung, eine energetische Verwirbelung, wo das Außen sich mit unserem inneren Wirbel vermischt, also wo das nicht vermischt, das ist das falsche Wort, vereinigt, dass wir im größeren Spin sind, im größeren Wirbel. Es gibt aber noch mehr Bilder. Eines zum Beispiel, dass Sie immer wieder davon sprechen, dass die Erde wie in einem Geburtsvorgang, das hattest du vorher, Thorsten, die Erde ist wie in einem Geburtsvorgang, an dem wir beteiligt sind, als würden wir selber die Erde gebären oder die Erde gebiert uns. Oder es ist, ich habe immer das Bild von diesen Socken, die so umgestülpt werden, weil irgendwas stülpt sich von innen nach außen und ist in einem Werdevorgang, wo sie uns immer erklären, das ist jetzt die Katastrophe, wir gehen ein und in Wirklichkeit ist es der Geburtsvorgang. Und interessant wäre natürlich auch in dem Zusammenhang über die schwarzen Löcher zu sprechen, weil das, was uns als schwarzes Loch, als Vakuum, als grauenhaft ist, genau das, dort ist die ganze schöpferische Kraft in diesen schwarzen Löchern. Auch in uns, dort, wo wir nur ein schwarzes Loch sehen, ne? Wo wir denken, jetzt ist gar nichts mehr, jetzt sind wir am Ende. Genau da beginnt es. Ne? Ja, ganz genau, sehe ich genauso gut gesagt. Mir ist da gerade noch spontan eingefallen, also Dieter Bröers redet ja von diesem sogenannten Polsprung, ja, also. Sprung in der Schüssel. Ja, genau, diesen Sprung in der Schüssel. Und was ich interessant finde, ist, dass ab der Frequenz von 4 Hertz, also bis zu 4 Hertz, ja eine Heilung eintritt. Und bei diesen Erdbeben braucht es diese Frequenz, um, na, wie so ein, wie soll ich das sagen? Also ich hab gerade so ein Schall im Blick. Ja, ganz genau. Tiefschlaf, Trance, Heilung, Stärkung. Und genau das passiert. Das heißt, die Welt geht nicht unter, sie heilt nur und befreit sich letztendlich von ihren parasitären Wesenheiten. Also das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Und da aber die Kräfte, die also nicht wollen, dass wir hinter diesen Geheimnissen kommen, ja, eben diese Zeit
also dieses Zeitfenster kennen. Es gab vor Jahren mal so eine Konstellation, die wurde auch in der Bibel beschrieben. Also wenn die Jungfrau mit der Krone, ja, und sie so, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe. Und diese Konstellation gab es nämlich, wo alle Planeten auf einer Reihe standen. Und da ist dieses Feld besonders stark, und das versuchen sie entgegenzuwirken, indem man die Atmosphäre vergiftet und da eben so ein Schutzschild baut, weil sie wissen, ihr Spiel ist sofort vorbei, wenn sie keine Gegenmaßnahmen einleiten. Und sie wird es meistens auch treffen. Bei diesen Geschichten war es bislang so, da sind ganze Herrscherkasten vernichtet worden, und überlebt haben eben die, ja, wie soll ich das sagen? Also gelesen habe ich das zum Beispiel von Tartarien, Grande Tartaria. Da wurde zum Beispiel davon gesprochen, also ich weiß jetzt diesen Herrscher nicht, alle haben sie gebeten, weil der so grausam ist, und der soll doch in die Erde versinken. Und plötzlich tat die Erde sich auf und der ganze Palast kippte da rein mit den Herrscher zusammen. Da wären wir wieder am Anfang vom ersten Bild, wenn alles zusammen, aber das ist natürlich auch wie ein Erdbeben, gell? Ja, aber genau das ist es. Ein Erdbeben ist eine Entspannung, ist eine Heilung. Ich möchte kurz nur ergänzen zu dem, was der Thorsten gesagt hat. Es geht nicht nur, es geht sehr wohl darum, uns davon abzuhalten, auf natürliche Art und Weise im Einklang mit dem Feld zu bleiben oder wieder zu sein. Es geht aber auch darum, dass diejenigen, die die Schwingungsfrequenz technisch erhöhen und somit schädlich für die anderen sind, das aus einem pseudo-religiösen Egoismus heraus tun, weil viele von denen sind ja Transhumanisten. Und diese politisch-technokratische Religion, die aus meiner Sicht die erste ist, die es bis jetzt überhaupt gab, spricht ja dafür, oder das Dogma ist ja, dass du nur technisch modifiziert zum Gott werden kannst. Ja? Das heißt, abhängig vom Strom, abhängig von Computerteilen, sollst du dann als computerisierter Zombie herumlaufen. Warum? Warum kommt jemand auf so eine Idee? Weil diese Menschen, diese Wesen, ihre Seele nicht mehr spüren. Vielleicht hatten sie auch nie eine, keine Ahnung, ist mir egal. Ja? Aber es sind ja viele Psychopathen und Narzissten darunter, die mit dem nichts anfangen können, die sogar sagen, dass es sei bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass es keine Seele gibt. Na, da habe ich mich als Juristin natürlich herausgefordert gefühlt und habe gesagt, ja, zum Beispiel, ich weiß ja aus Erfahrung, dass ich die Seele bin, in der Nahtoderfahrung, aber jetzt war es halt nötig, den juristischen Gegenbeweis anzutreten, den wissenschaftlichen Gegenbeweis, ja, es die Seele gibt's, und damit sind die Transhumanisten falsifiziert, also widerlegt worden in ihrer Aussage. Aber das heißt ja nicht, dass die unbedingt böse im Sinn von uns alle kaputt machen bewusst wollen. Sie nehmen es nur in Kauf. Wichtig ist für sie, dass sie ihren vermeintlichen pseudoreligiösen Aufstieg machen können, indem sie ihren Körper, Tausende haben das schon gemacht, einfrieren lassen. Und dann meistens nur der Schädel, weil das billiger ist. Und dann glauben sie, am Tag X werden sie wieder auferstehen. Also stellen wir uns vor, wir seien eingefroren worden im Jahr 2019 und wachen dann mitten im C-Irrsinn auf. Also ich denke, das ist ein klarer Fall für Selbstmord. Ja? Weil du diesen Sprung nicht schaffst gegenüber dem Wissen, was du vorher hattest. Jetzt stellen wir uns vor, du wachst 100 Jahre oder 500 Jahre später auf in einer völlig anderen Welt. Also das ist ja denen egal. Also die müssen so verzweifelt sein in diesem Leben jetzt, weil sie haben jetzt Reichtümer angehäuft. Sie hatten, wie der Peter gesagt hat, Designerklamotten, können sich alles leisten. Sie können im Endeffekt nur noch materiell, aus materieller Sicht, verlieren, wenn sie geboren werden würden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig darunter dekliniert habe. Ja. Also müssen sie daran klammern, sich daran klammern, dass sie im selben Körper
wieder auferstehen. Das ist der Materialismus pur. Das ist der uralte Schmäh von der physischen Auferstehung. Im selben Körper. Ja? Was ja völlig, das hat weder Jesus, Buddha noch sonst irgendjemand gesagt, weil es jedem klar war, dass das Schwachsinn ist. Ja? Und da klammern sie sich dran. Und das ist im Prinzip erbärmlich. Und trotzdem darf man sie noch nicht durchgehen lassen. Weil sie ziehen alle anderen mit runter damit. Ich denke, Sie haben jetzt in den letzten Tausenden von Jahren doch gezeigt, dass Sie ja, dass Sie es nicht können. Und deswegen wäre ich dafür, dass das ein für alle Mal zu beenden wird. Und dass Sie dann eben sich verantworten müssen, sicherlich auch vor der Schöpfung. Denn das ist es ja, mit der Sie gespielt haben, ne? Und das darf man ja nicht vergessen. Also darüber lässt sich ja streiten. Es lässt sich gerne auch eine andere Meinung darüber haben, ob es jetzt ein Gott ist oder eine Göttin oder ein. Also für mich ist es alles ein umfassend, ja. Also die Schöpfung drückt es ja als solches ja schon aus. Und wir sind ein Teil der Erde. In ganz frühen Büchern habe ich gelesen, da wird von Mutter Gaia, aber das war auch noch eine andere Geschichte gesprochen, auch sehr interessant. Und das ist die Erd, ja. Das ist die Erdmutter Gaia, oder? Genau, also da wird davon geredet, dass die Mutter, wir kommen von der Mutter und gehen auch wieder zur Mutter. Mhm. Und daraus hat die Kirche dann was anderes gemacht. In Bezug auf die Regentschaft von diesen Gefrastern, wie ich sie ja immer nenne, ist auch das Thema Schutzschild wichtig, weil sie verkaufen es uns ja als ein Schutzschild, auch dieses erdmagnetisches Feld, verkaufen sie uns als Schutzschild und sagen, oh Gott, das Schutzschild wird kleiner. In Wirklichkeit ist es ja genau die Barriere, die verhindert, dass wir in Kontakt treten, sowohl mit uns als auch mit der Schöpfung. Also da ist ja eine Verkehrung. Wir haben jetzt übrigens schon fast 1,5 Stunden. Peter, du hast so lange nichts gesagt. Irgendwie frage ich mich, was geht in dir vor, wenn du da vielleicht dich wieder mal zu Wort meldest. Ich hatte eben so ein schönes gedankliches Spielchen. Irgendjemand, ich glaube, du warst es, Katharina, sprach von Unendlichkeit oder irgendwas. Irgendwann kam dieses Wort mal. Und ich habe mal eine sehr lange. Bruno, gell, fällt mir dazu ein. Der hat von der Unendlichkeit des Universums immer wieder gesprochen. Ja. Ich habe mal eine sehr lange Diskussion mit jemandem, ein Gespräch mit jemandem gehabt darüber, was endlich und unendlich ist. Also gerade dieses Unendlich, wie kann man das in Worte fassen? Und dann habe ich versucht, ihm ein Bild darzustellen mit, stellt euch mal vor, eine Spirale, die aber konisch sich verengt. Ja. Also so breit anfängt und dann immer kleiner wird. Und jetzt nimmst du die gleiche Spirale nochmal, drehst sie um und führst sie ineinander und verbindest sie. Ah, das ist doch, wie nennt sich das, was man aufhängen kann? Wie heißen die Dinger? Perpetuum mobile oder was meinst du? Nee, wie heißen die? Die habe ich hier. So zwei, wenn so, das sind so zwei Stränge, die bewegen sich dann. Ich habe es hier, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Hängt das nicht bei dir beim Kamin? Ja, genau, es hängt bei mir irgendwo hier. Irgendwo hängt sowas. Oh, ja. Und Peter, da denke ich bei Unendlichkeit, das ist übrigens Giordano Bruno, ist ganz, ganz faszinierend, die unendliches Universum, und zwar nicht nur im Außen, sondern in uns, da wäre ich wieder bei den schwarzen Löchern, weil das, was du beschreibst, sind im Grunde genommen die schwarzen Löcher. Die schwarzen Löcher in uns sind nichts anderes als unendliche Universen, die, also, und das ist nichts Abstraktes, das habe ich in meinem letzten Blick geschildert. Ich erlebe das im Schöpferischen, in Ideen. Das ist tatsächlich, wenn du eintauchst in so ein schwarzes Loch und dann hast du da angedockt, du wirst es auch kennen, Monika, mit deinen Büchern und so, und dann ein Feuerwerk an Impulsen, an Ideen. Wir haben ein unglaubliches Universum in uns und da setzen wir auch unglaubliche Kräfte frei. Da haben wir noch überhaupt keine Ahnung, was da alles möglich ist. Und das wäre jetzt eigentlich mein Schlusswort, weil wir glaube, wir sind schon fast bei 1,5 Stunden. Ich finde das nämlich einen schönen Gedanken zum Schluss mit diesem unendlichen, schöpferischen Universum, dass wir alle, das ist ein Paradies in uns, also ein, ja. In uns veranlagt, wenn wir in, und sowieso in uns veranlagt, aber befreibar und bestimmt, selbstbestimmt auslebbar, wenn im Einklang mit dem natürlichen Schwingungsfeld der Erde. Und das können wir jederzeit herstellen, indem wir den Elektrosmog abdrehen, uns von 5G und diesen Dingen befreien, WLAN abdrehen,
indem wir meditieren, indem wir viel in die Natur rausgehen, indem wir mit Menschen analog reden, auf Menschen analog eingehen, mit der Liebe in Resonanz gehen, wie es so schön heißt. Ja? Das ist nicht nur Blabla, man geht mit der Schwingung der Liebe in Resonanz und damit auch mit dem Menschen gegenüber. Das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und nicht im Lokal sitzen, gegenüber mit den Handys und jeder tippt da herum. Da kommen wir echt vor wie in einer völlig gestörten Welt, wenn ich mir sowas anschaue. So wie, ja, das ist ein Riesensprung in der Schüssel, das ist in Ordnung. Aber über diesen Sprung können wir, weil ja Leid erzeugt offensichtlich, können wir und sollen wir drüber steigen in was anderes und was Neues tun. Und darum, danke, das ist dann mein Schlusswort an dich, Katharin, und an die anderen. Danke für die Einladung und den genialen Sendungstitel Sprung in der Schüssel. Der ist echt super, der ist sehr gut. Und hoffentlich nicht in der Kloschüssel, das wäre unangenehm. Das wäre schlimm. Genau. Da wächst halt ja ein Blümchen ein neben der Kloschüssel. Doch wunderschön. Super. Danke, das Bild kriege ich jetzt nicht mehr raus aus meinem Kopf. Thorsten. Ja, also ich habe gerade Kopfkino, aber es ist nicht weiter schlimm. Also ich sag mal so, ich habe gemerkt, wo viele Menschen sind, da will ich sein. Weil Menschen, die gleich schwingen, die sich mögen, oder auch mal angiften, die sich auch die Meinung sagen können. Das sind so die wertvollen Erlebnisse, die ich so habe und die einen aber auch weiterbringen. Ja, also weiterbringen in dem Ganzen, weil es fließt Energie. Energie in Form von Herzenswärme, von auch mal gedrückt werden und so. Und das sind alles die Dinge, die einen letztendlich dazu führen, dass man spürt, man ist nicht nur der Körper, man ist die Seele, die mit dem Körper als Vehikel verbunden ist und wir alle doch miteinander verbunden. Wir sind eins und doch jeder für sich darf eigene Entscheidungen treffen und das ist auch das, was sie ja berücksichtigen, eigene Entscheidungen zu treffen. Du wirst ja nicht gezwungen, sondern man macht ja nur stückchenweise dir immer Angebote und ja, irgendwann, dass du es nicht ablehnen kannst. Aber zum Schluss wollte ich eigentlich sagen, dass ich die Sendung hier wirklich sehr schön fand. Es ist ein tolles Thema. Ich denke, das wird euch da draußen auch so gehen, dass dieses Thema, über das wir hier gesprochen haben, einen auch bewegen kann. Und es führt letztendlich auch dazu, dass du anfängst, über die Dinge auch nachzudenken, bis hin dazu, dass du in deine eigenen Handlung kommst und die Veränderung wirst, die du dir wünschst. Und das ist mein Schlusswort an euch allen. Danke. Ja. Schön. Katharina. Ich habe mein Schlusswort schon gesagt. Ich habe mein Schlusswort schon gesagt. Peter, the stage is yours. Bist du jetzt wieder alleine oder dürfen wir noch um? Jetzt warst du zu schnell. Katharina, ich danke dir sehr für dieses wirklich inspirierende Thema. Vielen, vielen Dank. Ich danke sehr, Monika, dass du dabei warst. Und Thorsten, liebe Zuschauer, mein letztes Wort dazu ist ganz einfach. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, euch in irgendeiner Weise zu inspirieren, weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen niemanden belehren. Wir wollen nicht klüger sein als, sondern inspirieren. Und da kann es dann weitergehen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei euch dreien, dass ihr da wart. Es war sehr schön. Ich muss sagen, ich bin sogar überrascht, wie gut die Sendung geworden ist. Am Anfang habe ich ein bisschen gegrübelt, vielleicht schwierig, aber nein, es hat sich herausgestellt, wunderbar. Ich danke euch. Dankeschön. Auch, es war sehr gerne. Sehr schön. Harmonisch. Liebe Zuschauer, wie ihr vielleicht bemerkt habt,
war der Manuel Mitters heute nicht da. Dafür haben wir eingeladen den Thorsten von Zensur. Nein, danke. Dem Manuel geht es im Moment gerade nicht so gut. Er ist krank und das finde ich sehr bedauerlich, sehr schade. Und ich hoffe, dass er demnächst wieder bei uns dabei ist. Liebe Zuschauer, vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Tschüss. Tschüss.